Lisa ist dabei. So, die arbeiten volle Kanne. Ich kann nichts mehr bauen. Wo ist der Zug? Zug. Der Zug hat leider heute 2000 Stunden Verspätung. Er kommt in ihrem Leben leider nie mehr. Das glaube ich Obwohl, auch. 2000 Stunden, das ist gar nicht mehr so lang. Und dann sind 2000 Stunden. Taschenrechner einschalten, dann brauche ich Licht. Das ist geil. So. Ich bin eingestiegen. Durch 24, durch 7. Also, oder besser gesagt, nehmen wir die Zahl. Also 833 durch 356, 60. 2,28 Jahre kostet Nein. der Zug nicht. Ist ja nicht so lang. Echt nicht lang. Ich meine, sie sind doch jung. Natürlich. Können Sie doch mal ein bisschen laufen? Bewegung tut gut. Nee. Wo kommt eigentlich am Endeffekt unser Kopf hin, da drüben? So, Freunde, bringen wir mal ein bisschen Sachen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Immer kein Stahl. Gehen wir da oben klauen halt. Gut, jetzt können wir wieder Sachen bauen. Stapelgreifarme können wir bauen. Bauen wir halt mal ein paar Logistikroboter. Meins brauchst du. Gehen sie aus, oder was? Keine Ahnung. Ja, nicht nett. Eigentlich. Weil ich das gerade in meinem Inventarkrafter. Übrig bräuchte ich natürlich da oben einen Output. Würde der es auch für uns machen. So. Und so, gut. Beide Systeme angeschlossen. Parallel. Es fliegen schon einige Roboter rum, das muss man sagen, gell? So ohne ist es nett. Was kriegt der eigentlich noch dazu? Der kriegt noch zwei erweiterte Schaltkreise dazu gekraftet und dann ist ein Logistikroboter. Oh, es geht ja Und dann ratzefatz. könnten wir ihn theoretisch automatisch in den Roboterhangar schmeißen lassen. Komplette Automatisierung. Naja, ein bisschen muss man. Ich glaube, das schaffen wir so auch. Sonst verlieren wir den Überblick und haben wir Hunderttausende und brauchen die dann nicht mehr. So, stimmt, wir wollten das bauen. So, kommt ein Zug bald. Der Eis müsste gleich kommen, oder? Der Öl, nicht der Eis. So. So hat er gesagt. So hat er gesagt, sprach er und aß dabei mit offenem Munde. Packet Splatter. Dein Fließband nervt. Lass mal Fließband Ich will einfach zufrieden. mal wissen. Nee, ich tu das. Dann. Ein wunderschönes Fließband. Oder ist ja eine Mauer. Dachten sich ja wahrscheinlich damals auch die Menschen bei der Berliner Mauer. Ja, oh, da ist ja Mauer. Seit wann steht da eine Mauer? Seit gestern. Aber eigentlich war es ja wirklich so. Ja, Über ist auch Nacht so. wurde ja diese Mauer eigentlich errichtet, wenn man es genau. So genau weiß ich jetzt nicht, ob das alles in einer Nacht war oder nicht. Ja, ne, aber in Berlin schon so irgendwie.
Erstmal mit dem Stacheldraht. Ja. Werden schon irgendwas gemacht haben. Ja, die werden schon wissen. Keine Ahnung, ich bin jetzt ja auch nicht der, der sich so ganz für Geschichte interessiert. Geschichte ist spannend, ja, Geschichte ist toll, Geschichte ist schön. Ich weiß, ich mag auch Geschichte. Aber ja, Geschichte hat auch ein Ende. Und irgendwann mal sollte man aufhören, die Vergangenheit zu groß zu spielen. Ja. Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Man Mund. soll ab und zu mal die Vergangenheit auch ruhen lassen. Und sagen, das war und machen wir es lieber besser. Ja, aber das ist halt das, was unsere Gesellschaft nicht so gerne will. Ja, es hat die Frage, ob das die Gesellschaft ist oder ob das nicht irgendwie die Politiker sind oder so. Ja, die Politiker. Sehr interessante Themen auf jeden Fall heute Abend zu unserem Themenabend bei Moddingcraft. So ungefähr. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns auf ts.moddingcraft.de. Und finden Sie heraus, wie dumm wir wirklich sind. Ja, wir werden vielleicht nicht mit Ihnen kommunizieren, aber dann Wir werden sehen Sie sehen. Sie. Weil wir den ganzen Abend in unserem Channel sind und dann. Und aufnehmen. Wir haben nichts Besseres zu tun den ganzen Abend. Außer aufnehmen. Also wenn wir zu Hause sind, beide wird aufgenommen. Nee, Ah. eigentlich nicht, aber Ich sage es einfach mal so. So Kohle sollten wir jetzt auf alle Fälle eine Zeit lang haben. gut. Ja, wird schon So, was. passt, jetzt läuft's. Also, ich hab's dann auch bald. Bin aber immer noch Gut. nicht glücklich. Eisen wird eh mit Förderbänder transportiert. Dann gehen wir nach Hause, wenn wir hier haben. Es Warum kommt ein machen wir es Zug. uns eigentlich so kompliziert? Wir haben Nimm doch ich mit. E-Roboter. Blöder Zug, hätten wir hinnehmen können. Sollte die Vergangenheit ruhen lassen. Fahr nach Hause. Hallo, Kohlebasis, fahr. So. Muss eh zu Hause länger warten, glaube ich. Oh. So, hier brauchen wir natürlich noch mehr Kisten. Zwei und viermal das. Gott, das dauert ja wieder ewig zu kraften alles. Langer, schneller Stapelgreifarm. Lang ist er ja, aber schnell nicht. Nee, schneller als der normale. Er ist langsam als eine Kröte. Compounded Gibt ein Fragezeichen. Fragezeichen. Das ist ein kleiner Stirling-Motor. Unsortiert. Yogi, unsortiert. Mein Gott. Unterirdisches Rohr mit extrem hoher Kapazität. Das ist geiler Name. Yogi Liquids. Was wollte ich denn? Die ich will jetzt hier haben, Kiste von Kupfer. Wie kann man das beschreiben? Wie war das? Wie war das? Modifikationen, Alt W.
Was? Was? Ich möchte hier mal testen, wie das ausschaut. Oh. Ich meine, wir müssen ja dann eigentlich hier ganz runter. Müssen wir von hier ganz unten nach ganz rechts. Mal da wieder hoch. Da war es Kupfer. Kupfer, ja. Und das ist Öl. Wie lang? Sind die eigentlich übelst billig oder habe ich nur so viele Ressourcen? Was? Na, die dreifachen Untergrundwelt. Die sind günstig. Die normalen halt. Mein 20 Stahl, aber trotzdem. Also, unsere zweite Produktionsstätte Da ist aber Kupfer ist besser, wenn du, angeschlossen. wenn du die zweifachen roten baust, weil die kosten nur Eisen, mehr kosten die nicht. Die kosten keinen Stahl, die roten kosten nur Eisen. Auch witzig. Ja, aber ist ja normal. Da haben wir ja, ist ja normal. Da haben wir ja noch keinen Dreifachen. Beim Achso, Zweifachen okay. ist immer auch nur bei Eisen. Ah ja, passt, okay. Okay, mal Okay. schauen. Wo bleibt mein Kupfer? Das sollte bald ankommen. Also Erz. Kann von zwei Lichtbogen öffnen, in Empfang genommen werden. Wahrer. Aber schon mal einfach. Schon Anfang, was sagt er? Wir haben zu wenig Roboter. Sag ich doch immer, aber du glaubst mir ja nichts. Nur von 26. 23. So, dann können wir mal ja wieder 23 Kräfte. 1, also 1, 1, 1, 1, 1, 1. 0 von 41. Es läuft. So, den noch ein. Ja, jetzt alle wieder beliefern. Dann können wir auch mal einen Ladepunkt machen. Was für ein Ladepunkt? Für die Roboter. Achso. Können wir nämlich unten mit hinsetzen, wo unsere ganzen Kisten sind, damit sie nicht zurück müssen. Dann wieder zu uns zurückzufahren, zum Beispiel. So, langer, schneller Stapelgreifarm. Wurde erforscht. Geil. Traumhaft. Da ist oben Notizzettel gemacht. Eisen, Kupfer, Kohle, Öl. Schaut schön aus. Ah, damit ich So. da leichter finde. Und dann machen wir schneller Style auf jedes Band. Auch wenn das nicht immer so lang dauert. Ölkupfer. Was ist da eigentlich? Warum hat die Pumpe keinen Strom? Weil die auch kein Strom mal war. Achso. Hier Stromfeld, ja. Hey, wo kommt der Zug her? Ja, verschwinde.